Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier in Pomorje. Diesmal so ein bisschen zentraler. Wir waren schon mal hier, aber mehr abseits. Ja, gucken wir uns das an. Auf jeden Fall cool ist, man kann hier kostenlos parken. Haben wir aber auch in Burgas gesehen. Außerhalb der Saison, da sind dann die ganzen Parkautomaten einfach zu foliert, zugeklebt. Also über den Winter, dass sie wahrscheinlich nicht einrosten oder schimmeln oder was weiß ich. Ja, auf jeden Fall kann man da kostenlos parken. Das sieht dann so aus, da ist alles zugeklebt, der Schranken hinten ist offen. Ja, und man hat hier die Qual der Wahl für umsonst, das alles außerhalb der Saison. Deswegen, wie immer, der Rat, wer sich es mal angucken will, nicht im tiefsten Hochsommer kommen, sondern mal gucken, eventuell, ich weiß nicht, wann die da wieder anfangen mit dem Betrieb, aber ich denke, das wird, die werden sich Zeit lassen. Wir haben das eben Oktober gesehen, wo es noch angenehm schön warm war, hat sich auch keiner um irgendwelche Parkgebühren mehr geschert. Auch in Burgas war da schon alles zugeklebt, vor allem da im Zentrum. Natürlich muss man aufpassen auf diese Privatparkplätze oder wie man das nennt, da wo die Nummerierungen sind an den Hauptstraßen. Aber wenn man so einen großen Parkplatz sich rauspickt, ist man da auf der sicheren Seite. So, und dann gucken wir uns mal die City hier an. Ja, das sind hier so ein bisschen die Fußgängerzone. Ein paar hundert Meter, dann ist das eigentlich schon abgelaufen. Kann man eigentlich nicht meckern, ist ganz nett gemacht. Ein Autodrom haben wir gesehen hier und ein bisschen Hotel und vorne geht es hier direkt ans Meer. Also die Fußgängerzone quasi direkt an der Hafenpromenade und ja, ein paar Restaurants sind noch offen, ein paar Imbissbuden. Alles relativ dezent. Viele Rentner. Viele ja, Ukrainer, die man hier hört, und ein paar Einheimische. So mischt sich hier so ein bisschen das Völkchen, dass da ein bisschen Leben herrscht hier. Ansonsten ein bisschen außerhalb hier die Straßen, ein bisschen außerhalb von diesem Zentrum hier, die Gassen, die etwas außerhalb sind, die sind ein bisschen unspektakulär und dementsprechend ja. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll von Pomorje. Vom Hocker haut es mich nicht. Ich denke mal, im Sommer wird hier rappelvoll alles sein, auch noch mit Touris. Das ist mit ein bisschen mehr Leben. Ach ja. Ja, dann andere Richtung. Mama, denkst du, der hat noch im Sommer offen? Ja, dann. Ja.
Und jetzt auch noch ein paar. Hier ist es irgendwie nett, ne? So ein bisschen. Ja. Hier hast du nur Rentner und Franzosen im Prinzip, ne? Ja. Ja, können Sie gleich offen lassen für den Sommermarkt. Und was haben wir hier alles Spannendes? Die Sonne möchte sich drehen. Super. Ja. Hier ist der Fußgängerzone. Ah, hier ist diese Fußgängerzone. Die Fußgängerzone. Die Fußgängerzone, oder? Ja. Oder das Fußgängerganges. Oh, guck mal! Also ich hab gesagt, du bist richtig besser alleine, ne? Musik? Eine Musik sogar. Ja, ist ja spannend. Aber es ist langweilig. Ah. Ja, mehr wie drehen tut es nicht, ne? Kannst auch springen. Och, eine Möwe und eine Katze. Best Friends. Jo. Hier können wir auf jeden Fall spazieren gehen, auch ganz nett. Und hier, was jeder Urlaubs braucht, ein Herzchen mit dem Stadtnamen. Oh, da hat er wirklich was gefunden zum Futtern. Ein Stück Brot oder so. Ja, und hier gehen halt die Einheimischen unter Anführungszeichen spazieren, die definitiv, die Bulgaren hier definitiv so ein bisschen in der Minderheit sind, hier nur Menschen unterwegs, die genügend Freizeit haben oder auch ein paar Jugendliche, die schon schulfrei haben. Die Restaurants, die sich leisten können, die haben halt zu. Und die Imbisse, also da ist gefühlt 80% geschlossen. Selbst der Dönerladen ist sich zu schade, hier aufzumachen. Ja, und hier schon wieder zu Ende mit Fußgängerzone. Somit gehen wir dann langsam wieder Richtung Parkplatz. Auch hier Katzenende nie. Ja, so schnell ist der Rundgang beendet. Das war eigentlich so gut wie alles. Hier fangen schon so ein paar Hotels an. Und die Straße, das weiter geht es Richtung Meer, wo dann wirklich nur noch Teller lang sind, weil ich das Logo sehe von dem Fußballclub FC Pomorje, glaube ich. Die haben ein nettes Fußballstadion direkt quasi am Meer. Ich glaube, das ist ein Kunstrasenplatz, aber das ist echt schön gemacht. Also so. Ja, ich glaube, das muss frisch gebaut sein oder zumindest relativ jung noch. Ja, das ist auf jeden Fall, wenn die mal ein Fußballspiel haben, ein Ausflug wert. Hatte ich mir nämlich mal vorgehabt, da mal vorbeizuschauen. Mal gucken, wann die halt spielen. Die spielen, glaube ich, zweite oder dritte Liga. Also nicht unbedingt hochklassig, aber ein schmuckes Stadion. Und sich das so anfühlt, so ein Fußballspiel direkt am Meer zu gucken. Ansonsten, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne in die Kommentare schreiben, wer hier in Pomorje mal war, auf Urlaub oder hier vielleicht sogar lebt, ob wir hier irgendwas verpasst haben. Ist auf jeden Fall noch eine lange Gerade da raus aus Pomorje. Das sind noch ein paar Einkaufsgeschäfte, also Lebensmittelgeschäfte aus Deutschland, Österreich und andere diverse Geschäfte, also Bekleidungsgeschäfte. Also wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ansonsten, ja, es ist nett, es ist ein kleines Städtlein, ja, muss man wissen, ob man das halt will oder nicht. So richtig beeindruckt hat es uns halt irgendwie nicht, irgendwas fehlt halt hier. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.